Im Jahre 1332 heiratete Graf Reinald II. Von Geldern die rund 25 Jahre jüngere Prinzessin Eleonore, Tochter des englischen Königs. Von allen Schlössern in Gelderland wurde Schloss Rosendahl ihr bevorzugter Aufenthaltsort. Das herzogliche Paar bekam zwei Söhne, die wahrscheinlich beide auf Rosendahl geboren wurden. 1339 wurden die hochtrabenden Pläne Reinalds gekrönt. Er wurde vom Grafen in den Herzogsstand erhoben. Geldern wurde Herzogtum. Aber die Märchenehe zwischen Reinald und Eleonore gingen in die Brüche. Böse Zungen verbreiteten das Gerücht, Eleonore sei aussätzig gewesen. Ein guter Grund für eine Trennung. Von Tisch und Bett. Eleonore blieb allein in Rosendahl zurück. Als Reinald in Gesellschaft seines herzoglichen Rats auf dem Falkhof zu Nimwegen eine Versammlung abhielt, bekamen sie unangekündigten Besuch. Mein Herr Gemahl, hier bin ich. Seht, ich bin nicht krank. Sie stand vor dem herzoglichen Rat und ließ ihren Reisemantel fallen. Da stand sie, nackt, mit unversehrter Haut. Sie war gesund und jeder konnte es sehen. Zwei gesunde Jungen habe ich euch geschenkt. Es könnten mehr sein, wenn ihr euer Bett mit mir teiltet. Glaubt man dem Chronisten, stieß Eleonore eine fürchterliche Prophezeiung aus. Kommt ihr nicht zu mir, wird Geldern und seinem Volk ein Unglück nach dem anderen widerfahren. Das Land wird zerrissen und das Geschlecht derer von Geldern verschwinden. Ganz Geldern wird unsere Trennung tief bedauern. Der Herzog verging fast vor Scham und musste sich wohl oder übel mit ihr versöhnen. Auf Schloss Rosendahl wurde ein großes Fest gefeiert. Aber die Ehe zwischen Reinald und Eleonore wurde nie wieder glücklich. Die von Eleonore ersehnten Kinder wurden nie geboren. Im gleichen Jahr starb Reinald auf mysteriöse Weise in seinem Betstuhl in Kloster Monnickhäusen. Eleonore herrschte noch ein Jahr als Regentin des Herzogtums Geldern. Als ihre Söhne den Thron übernahmen, brach zwischen den beiden ein blutiger Bruderzwist aus. Geldern wurde in der Folge von einem Bürgerkrieg zerrissen. Die beiden Brüder starben jung und ohne Nachfolger. Die Prophezeiung Eleonores von England ist in Erfüllung gegangen.